Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Hier ist der kleine Teaser in Richtung Wochenende hin vor unserer tollen Ausgabe 235, die wir am kommenden Wochenende aufnehmen. Und Jenny, ich habe in diesem Teaser was total Verrücktes vor. Ich bin ein bisschen erschöpft von der vielen Arbeit diese Woche. Heul doch. Und habe so ein bisschen, schlechte Laune wäre jetzt too much, aber ich bin so ein bisschen, lass mich in Ruhe und so, ja. Und ich heitere mich und auch dich ganz sicher auf mit einer Nachricht über unseren Podcast von einer Hörerin, die wir wiederum aufgeheitert haben mit unserem Podcast, weil sie von ihrer Arbeit genervt ist. Kannst du mir noch folgen? Also vielleicht wird es deutlich, wenn ich die sehr freundliche Nachricht von ihr vorlese, die sie uns bei Instagram geschickt hat. Und das ist einfach nur für uns gute Laune. Rubus und die Tiergang und ich, so heißt dieser Account. Und sie schreibt, ich unterstelle mal sie hat uns in einem Beitrag erwähnt, und sie schreibt, was macht man auf der Arbeit, damit es läuft? Podcast hören. @Pferdepodcast. Danke, dass es solche tollen Podcasts wie euch gibt. Ich habe heute nämlich gar keine Lust zu arbeiten. Ihr macht es erträglich. Kann ich nur empfehlen. Das ist doch mal nett, oder? Ja, total. Total. Und jetzt kommen wir zur, also jetzt haben wir uns gerade wieder so ein kleines bisschen hochgepetert. Jetzt kommt der nächste Rückschlag. Es ist ein Auf und Ab jetzt in dem Teaser. Ich habe ja gerade im Vorgespräch, habe ich ja gesagt, Jenny, haben wir noch was zu erzählen vom vergangenen Wochenende? Da war doch Turnier und wir haben dann aber festgestellt, nee, ist nicht, ne? Also es hat auch, du warst ja irgendwie erfolgreich. Ja, und ich hatte ja am Sonntag eigentlich auch noch 2 L-Dressuren. Mhm. Aber es hat so gepisst. Und das Dressurviereck war ein See. Und dann habe ich gedacht, ach, wisst ihr was, rutscht mir doch mal einen Buckel runter mit euren blöden L-Dressuren. Ich bleib mal schön zu Hause und drauf trocken. Gepfiffen. Ja. Und alle, die da geritten sind, sahen aus wie Schwein. Wäre ja nicht so schlimm, wenn jetzt am nächsten Wochenende wieder fantastische Turniere anstünden und du startest und die nächste M und so. Aber wir stellen fest, Nix passiert. Nee, aber der Günther arbeitet am Ausbau der Geländestrecke. Das ist cool. Das ist sehr cool. Und wir warten auf eine Einladung von Günther und Nadine. Darauf warten wir erstens. Und wir warten zweitens, turniermäßig zumindest, auf das große Haflinger Turnier in Hessen. Das ist das nächste Event, das ansteht, oder? Bis dahin passiert nichts. Okay. Wenn ich jetzt dich jetzt frage, was macht denn ihr bis dahin, dann sagst du nix, ne? Übergänge. Was sollen wir sonst machen? Oh Gott. Ja, das heißt, also im Grunde genommen ist es jetzt schon so, dass wir, also alles, was wir jetzt in diesem Teaser erzählen, ist, also wir müssen haushalten, weil alles, was wir jetzt in diesem Teaser erzählen, können wir in der großen Sendung nicht mehr erzählen, ist dann quasi weg. Also halten wir jetzt die Klappe und hören uns am Montag. Ja, ich bin aber doch ich bin so ein paar Sachen. Geht das Einleben von euch im neuen Stall, geht es voran? Ja, mit großen Schritten, größer als gedacht. Klexi gewöhnt sich auch schon ans Alleine-Sein. Das wollte ich gerade ansprechen. Ich habe nämlich heute selber noch ein Foto gepostet, wo Klex alleine im gemeinsamen Stall steht, am Zaun natürlich. Und er guckt mit so einem Gesichtsausdruck wie Boris Becker am Geldautomaten. So. Und ja, wann kommt der AC zurück? Ne? Also man sieht ihm das förmlich an. Ja, in der ersten Woche konnte er da unten noch nicht alleine bleiben, weil er wird dann so kopflos. Also AC wird auch, er hatte Klexi auch vermisst, als ich den rausgeholt habe, aber bei AC ist, der bleibt so vernünftig. Der wird und der ist traurig, aber der rast nicht hin und her. Und Klexi wird dann wirklich kopflos vor lauter, oh Gott, ich bin ganz alleine. Und dann durfte ich ihn ja in den ersten Tagen immer oben im Boxenstall parken. Haben wir erzählt in der Folge. Und aber also offensichtlich, ihr seid einen Schritt weitergekommen. Ja, ich habe dann gestern das erste Mal versucht, ich lasse ihn mal alleine. Mal gucken, was passiert. Die anderen Pferde sind auf der Koppel, also er ist nicht ganz alleine. Die Oma Lene kam dann auch immer mal wieder an den Zaun und hatte, hier, ich bin doch auch da, jetzt reg dich nicht auf.
Und er ist anfangs, also ich bin dann erst so um die Ecke, dass er uns nicht mehr sieht, ich ihn aber wohl noch höre. Mhm. Und dann habe ich wirklich nochmal so gehorcht, was macht er denn? Und knacken rast irgendwelche er denn Knochen. Ja. Und er ist nur ein bisschen rein und raus getrabt und hat gewiehert, aber wenn AC nicht antwortet, beruhigt er sich relativ schnell. AC darf nur nicht antworten. Also wenn AC antwortet, dann ist vorbei. Dann ist wirklich Polen offen und dann flippt er halt völlig aus und deswegen bin ich einfach ins Gelände geritten. Ist ja gut zu wissen. Ja. Ach komm, und das hast du dann aber auch durchgezogen und hast gedacht, okay, wenn er sich einmal beruhigt hat, dann regt er sich dann auch nicht wieder auf. Genau. Ja. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Und dann bin ich eine Runde im Gelände mit dem AC geritten und als ich zurückkam, stand er wirklich ganz brav auch da wieder am Zaun. Und hat gewartet. Und heute war ich dann mit dem AC in der Halle. Und auch da war es wieder so, ja, er ruft dann auch und er wird immer mal wieder, aber er wird jetzt nicht mehr so kopflos. Also es ist jetzt so, wie es zuletzt im alten Stall auch war, dass er wohl immer sich so ein bisschen aufregt. Ja, Arschgeigen, jetzt lasst mich nicht alleine, aber er hält es aus. Das klingt doch sehr gut. In diesem Sinne, also wenn ihr noch... Keine Ahnung, manchmal gibt es ja auch irgendwie so das Bedürfnis von der Hörerschaft, von den Hörers, irgendwelche Themen von eurer Seite aus anzusprechen. Dieses Wochenende ist die Situation bei uns ziemlich entspannt, immer her damit. Vielleicht führe ich morgen noch ein Interview, da geht's schon so. Das Haflinger-Turnier in Hessen wirft so seine Schatten voraus. Es gibt Menschen, die da Aktionen veranstalten und die wollen, dass wir über deren tolle Aktionen in Hessen, dass wir darüber berichten bei uns im Pferdepodcast. Vielleicht kommt es schon zustande. Und apropos, jetzt muss ich mal einen Überraschungsangriff auf dich starten. So Überrumpelungstaktik. Jetzt denke ich an Top Gun und Tom Cruise. Mhm. Könnte, ja. Jetzt kommst du hier so. Ja, genau. Und komm mit was, wo du wahrscheinlich schreiend das Zimmer verlässt. Meinst du, wir könnten mal einen Versuch ich muss erst mal den Versuch bei dir unternehmen. Ich fände es ja so geil, unseren Pferdepodcast irgendwann mal live zu performen. Ne? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Meinst du, da ginge, also das Publikum dafür wäre ja vielleicht da in Hessen, also wäre ja da vielleicht da. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Oder wollen die Leute dann abends, wenn sie da sitzen, wollen die dann sich unterhalten und wollen nicht unserem Gesabbel zuhören? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Das sollen doch die Leute mal antworten. Würde man das wollen, ja oder nein? Das würde uns schon mal interessieren. Und dann ist ja die nächste Hürde, man müsste uns da ja dann reinsingen, weißt du? In so ein, ich weiß gar nicht, ob wir die so schwindelig quatschen können, dass die sagen, Logo machen wir, keine Ahnung. Vielleicht haben die aber auch ganz andere, also vielleicht haben die ja schon, dass die ein großes, weißt du, dass der Zirkus Sarasani schon gebucht ist für den Abend. Und dann, oder Howard Carpendale. Oder Roland Kaiser singt oder so. Und dann sind wir raus, weißt du? Ja, also dann können wir dann nicht so gut gegen anstinken. I don't know, aber vielleicht geht ja was. Und ich weiß auch schon wieder, wie es ist. Ich sag jetzt, ich habe jetzt so eine Unruhe in mir und denke mir, das wäre doch geil, wenn wir da was machen könnten und der Pferdepodcast und überhaupt. Und wenn es soweit ist, hast du die Hosen voll? Dann habe ich erstens die Hosen voll und denke mir, wenn wir den ganzen Mumpitz jetzt nicht machen müssten und man könnte einfach nur in Ruhe ein Bier trinken, weißt du? Oh, das hätte ja auch was. Ich muss ja auch noch ein bisschen reiten, ne? Also du bist ja nur schön.
Und ich muss aber 3 Prüfungen am Tag reiten oder 2 und muss mich konzentrieren und überhaupt. Wie oft hast du die M-Dressur schon wieder ins Viereck genagelt? Ich bin jetzt nur noch am M-Üben. Also wir scheißen jetzt mal auf die L, die wird schon klappen, aber wir müssen die Wechsel jetzt wirklich routiniert kriegen. Und ich habe ja Gott sei Dank das Wochenende vor Hessen habe ich ja noch Wille-Lehrgang. Sehr gut. Der Herr Wille wird uns dann nochmal einnorden und dann sollte es doch funktionieren. Also jetzt können die Mitreiter schon ein bisschen Angst haben vor mir. Also wenn du sagst, nur Übergänge, dann ist ein bisschen geflunkert. Also so ein paar M-Zutaten sind schon auch noch mit drin. Cool. In diesem Sinne, ihr habt jetzt gefälligst Angst. Gefälligst. Alle. Und hat ein schönes Wochenende trotzdem, trotz der Angst. Und vor allem Nicole muss Angst haben. Oha, genau. Und, also wenn eine keine Angst haben muss, dann ist es Nicole. Wir hören uns jedenfalls am Montag in der Sendung. Und wenn ihr nicht Angst habt, dann bin ich sauer. Tschüss.